Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit dem Fenster Substitution beschäftigen. Dabei solltest du bereits wissen, wie man die Nullstellen einer quadratischen Funktion berechnet, also entweder mit der großen oder der kleinen Lösungsformel. Das Ziel dieses Videos ist, die Nullstellen einer speziellen Polynomfunktion vom Grad 6 zu berechnen und die Substitutionsmethode kennenzulernen. Fangen wir an. Wir haben eine Polynomfunktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich x hoch 6 minus 7x hoch 3 minus 8 gegeben. Den Grad dieser Polynomfunktion können wir leicht bestimmen. Das ist ja der höchste Exponent der Funktion. Und das ist x hoch 6, also hat die Polynomfunktion den Grad 6. Jetzt suchen wir alle reellen Nullstellen von f. Das heißt, wir setzen die Funktionsgleichung gleich 0. Und wie dir vielleicht aufgefallen ist, hat diese Funktionsgleichung eine besondere Struktur. Und zwar u zum Quadrat minus 7u minus 8 ist gleich 0. Wenn wir für u x hoch 3 einsetzen. Das heißt, wir ersetzen das x hoch 3 in der ersten Gleichung mit u. Und diese Gleichung ist eine quadratische Gleichung, die wir leicht lösen können. Dazu fordere ich dich jetzt bitte auf, das Video zu pausieren und es selber zu berechnen. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Also, wir werden hier die kleine Lösungsformel verwenden. Das heißt, u 1, 2 ist gleich 7 halbe plus minus die Wurzel aus 49 Viertel plus 8. Das heißt, das ist gleich 7 halbe plus minus 9 halbe. Also hat die Gleichung u² minus 7u minus 8 gleich 0 die Lösungen u1 ist gleich 8 und u2 ist gleich minus 1. Die Methode, die wir hier angewendet haben, und zwar, dass wir x hoch 3 mit u ersetzen, um auf eine einfachere Form zurückzukommen, nennt sich Substituieren. Wir haben jetzt also die Nullstellen der Gleichung u² minus 7u minus 8 ist gleich 0 herausgefunden. Aber wir haben noch nicht die Nullstellen der Funktion x hoch 6 minus 7x hoch 3 minus 8 herausgefunden. Dafür müssen wir rücksubstituieren. Das bedeutet, wir setzen in die Substitution u ist gleich x hoch 3 unsere Lösungen u1 und u2 ein und rechnen und formen auf x um. Pausiere dafür bitte das Video und versuche es zunächst selbst. Okay, also wie gehen wir vor? Wir setzen für u zunächst u1 ist gleich 8 ein. Das heißt, wir haben u1 ist gleich x hoch 3 ist gleich 8. Wenn wir jetzt die dritte Wurzel aus dem Ganzen ziehen, erhalten wir x1 ist gleich dritte Wurzel aus 8 und das ist gleich 2. Dasselbe für u2. U2 ist gleich x hoch 3 ist gleich minus 1. Wir ziehen die dritte Wurzel und erhalten x2 ist gleich die dritte Wurzel von minus 1 und das ist gleich minus 1. Das heißt, die Polynomfunktion f von x ist gleich x hoch 6 minus 7x hoch 3 minus 8 hat die beiden Nullstellen 2 und minus 1, die wir in der Grafik rechts einzeichnen können. Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast dir viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.